Geschichten aus der Bibel. Josef in Ägypten. Das ist Josef. Ey! Er war der Sohn von Israel und Rahel. Er war der Liebling seines Vaters, deshalb hassten ihn seine Brüder und verkauften ihn in die Sklaverei. Josef wurde nach Ägypten gebracht und Potiphar, einer der Beamten des Pharaos, kaufte ihn für seinen Haushalt. Gott war mit Josef und es ging ihm gut im Haus des Potiphars. Oh. Potiphar sah, dass Gott alles, was Josef tat, zum Erfolg führte. Aha. Und er übertrug Josef die Verantwortung für sein gesamtes Haus. Yeah. Und Gott segnete das Haus von Potiphar deswegen. Potiphars Frau sah, wie gut es Josef im Haus ging und sie wollte ihn dazu bringen, schlechte Dinge zu tun. Josef rannte vor ihr weg, weil er nichts mit jemandem zu tun haben wollte, der versuchte, ihn dazu zu bringen, etwas Falsches zu tun. Das machte Potiphars Frau wütend und sie wollte Josef loswerden. Also log sie und ließ Potiphar glauben, dass Josef die schlechten Dinge getan hatte, die sie von ihm wollte. Potiphar brannte vor Wut gegen Josef und schickte ihn ins Gefängnis. Während Josef im Gefängnis war, erging es ihm wieder gut und der Aufseher übertrug ihm bald die Verantwortung für alles, was dort getan wurde. Gott war mit Josef und schenkte ihm Erfolg in allem, was er tat. Als 2 volle Jahre vergangen waren, hatte der Pharao beunruhigende Träume. Der Pharao verstand seine Träume nicht und schickte nach Josef. Der Pharao bat Josef, ihm die Bedeutung seiner Träume zu erklären. Mit Gottes Hilfe erzählte Josef dem Pharao, dass die Träume zeigten, was die Zukunft bringen würde. Und er erklärte dem Pharao alle seine Träume. Der Pharao glaubte, dass das, was Josef sagte, wahr war. Er vertraute Josef als einem weisen Mann. Und er nannte ihn zum Verwalter über Ägypten, den Palast des Pharaos und dem ganzen Volk.